Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute den Tag über frei und dachte mir, dass ich ein Video für euch drehen möchte. Allerdings sind mir irgendwie so ein bisschen die Ideen ausgegangen und deswegen bin ich gestern Abend noch auf Instagram und hatte gefragt, ob ihr euch vielleicht irgendein Video von mir wünscht. Und ich habe so viele tolle Inspirationen und Vorschläge für euch bekommen. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich schon mal herzlich, herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt. Und was soll ich sagen? Die nächsten Wochen über bin ich auf jeden Fall mit Videoideen versorgt. Also so viele schöne Anregungen und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Da es, wie gesagt, so, so viele tolle Ideen waren, musste ich eine Idee herausfischen. Und die liebe Pia Loves Make-up, ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox, hat vorgeschlagen, dass ich doch meine MAC-Lippenstifte einmal zeigen könnte. Meine komplett gesammelten MAC-Lippenstifte. Und ich dachte mir schon so, oh je, das wird ein sehr, sehr langes Video. Aber als ich dann letzten Endes durch meine Sammlung gegangen bin und die Lippenstifte rausgesucht habe, war ich doch überrascht, wie viele ich in letzter Zeit verkauft hatte. Also MAC-Lippenstifte hatte ich en masse. Also ich hatte bestimmt locker 20 MAC-Lippenstifte und davon habe ich halt viele, viele, viele verkauft, weil ich sie einfach nicht mehr getragen habe, weil ich häufiger zu Liquid Lipsticks gegriffen habe. Das hat sich jetzt mittlerweile alles ein bisschen geändert und ich greife auch gerne wieder zu meinen MAC-Lippenstiften, habe aber wie gesagt viele, viele verkauft. Von daher wird dieses Video also eventuell doch etwas übersichtlicher und ich dachte mir, ich werde euch auch jede einzelne Farbe auf den Lippen zeigen. Aber jetzt habe ich es doch tatsächlich wieder geschafft, aus einem relativ übersichtlichen Video ein immenses Intro zu machen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber wirklich direkt mit den Lippenstiften an. Und vielen Dank, Pia, dass du diesen tollen Vorschlag gemacht hast. Alleine wäre ich da wahrscheinlich wirklich nicht drauf gekommen. Und dir wünsche ich ganz besonders viel Spaß mit dem Video. Beginnen möchte ich mit dem Lippenstift, den ich auch gerade auf meinen Lippen trage. Und zwar ist das ein für mich in meiner Sammlung neuer Lippenstift von MAC. Aber eigentlich war dieser hier schon Teil der Star Trek LE, die mittlerweile bestimmt auch schon wieder ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger zurückliegt. Und zwar ist das der Lippenstift in der Farbe Where No Man Has Gone Before. Hier hätten wir also Where No Man Has Gone Before. Und bei diesem Lippenstift handelt es sich um ein Luster-Finish. Das heißt, er ist sehr, sehr glossy und hat kaum Deckkraft. Normalerweise finde ich die Luster-Lippenstifte auch nicht so prickelnd. Aber dieser hier, der hat einfach so eine interessante Farbe und so viele changierende Goldpartikel in ihm drin, dass ich bei dem tatsächlich mal eine Ausnahme machen musste. Das einzig Gute an diesen Luster-Lippenstiften ist halt, dass man nicht unbedingt einen Spiegel braucht, um sie nachzuziehen. Ich werde jetzt einmal den Viewfinder benutzen und ihn mir einmal nochmal nachtragen, da ja diese Lippenstifte leider auch nicht sonderlich lange halten. Und um diesen glossigen Effekt für euch festzuhalten, habe ich meine Lippen jetzt auch nicht abgeblottet. Normalerweise, auch mit dem Luster-Finish, beiße ich praktisch mit meinen Lippen immer nach dem Auftrag in Toilettenpapier, in Haushaltstücher, in was auch immer ich gerade finde, um halt die Farbe abzutragen. Und da ich euch hier das eigentliche Glossy Finish zeigen wollte, habe ich es dieses Mal nicht gemacht. Von daher, ich trage ihn mir einfach mal eben nochmal auf. Ja, und hier seht ihr es jetzt, glaube ich, ganz gut. Die Glitzerpartikel werdet ihr wahrscheinlich nicht wirklich sehen, aber ich hoffe, man erkennt, wie die Lippen eben doch ja schimmern bzw. glossig aussehen aufgrund dieses Finishes. Wie gesagt, definitiv mein, wobei Frost finde ich eigentlich auch nicht so prickelnd als Finish. Definitiv eines meiner am wenigsten beachtetsten Finishes, aber die Farbe hier ist wirklich ziemlich, ziemlich einzigartig und verdammt schön. Machen wir einmal mit den Rottönen weiter und obwohl ich glaube, dass ihr durch die Kamera auf meinen Lippen keinen großen Unterschied sehen werdet, dachte ich mir, ich zeige sie euch trotzdem allesamt einmal. Und zwar beginnen möchte ich auch wieder mit dem,
Beginnen möchte ich mit dem, den ich gerade auf den Lippen habe. Und zwar wäre das ebenfalls ein Limited Edition Lippenstift. Und zwar der True Love's Kiss aus der Maleficent LE. Bei diesem Rot handelt es sich um ein relativ warmes Rot, welches aufgrund des Amplified Finish ebenfalls über einen leichten Glanz verfügt. Aber da ich, wie gesagt, die Lippenstifte wirklich immer abblotte, habe ich halt auch diesen Schimmer nicht. Ich habe ihn jetzt nicht abgeblottet, ich habe einmal nur kurz meinen Finger durchgezogen, damit ich den Lippenstift zumindest nicht an den Zähnen hängen habe. Aber wie gesagt, es ist einfach ein ganz schön, ja, satter, schimmernder, klassischer Rotton. Wie gesagt, ich habe den Ton jetzt nicht abgeblottet und hoffe einfach, dass er sich nicht in der Zwischenzeit über meine ganzen Zähne verteilt hat. Ich muss gestehen, den Ton benutze ich nicht ganz so häufig, eben weil er nicht dieses für mich am, ja, das, oder, nein, falsch formuliert. Ich trage am liebsten die matten Lippenstifte von MAC, da sie einfach Ewigkeiten halten. Gerade wenn man sie mit einem Lip Liner kombiniert und abblottet, halten die Ewigkeiten. Und das tun die Amplified Finishes eben nicht. Und von daher, den Ton habe ich mir eigentlich auch primär gekauft, da ich Maleficent so genial fand oder immer noch finde. Und das war eigentlich eher so ein kleiner Fangirl-Impulsiv. Kauf. Wie gesagt, es ist an sich eine super schöne Farbe, aber ich greife halt nicht ganz so oft zu ihm. Ich glaube, im Display oder jetzt für euch wirkt er ein bisschen pinkstichiger, was er eigentlich überhaupt nicht ist. Also er ist schon wärmer, aber eben nicht so krass pink, wie er für mich gerade durch den Viewfinder aussieht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ein schöner Ton, zu dem ich auch mal öfter greifen sollte. Bei dem nächsten Rotton handelt es sich ebenfalls um einen Limited Edition Ton. Und zwar ist das aus der Rocky Horror Picture Show LE, der Frankenfurter. Also Frankenfurter ist ein sehr, sehr kühles, intensives, sattes Rot, welches ich auch super, super gerne trage und definitiv auch mit zu meinen liebsten roten Lippenstiften gehört. Ja, hier hätten wir den Frankenfurter, also einmal aus der Nähe, und ich hoffe, man kann den Unterschied etwas erkennen. Wahrscheinlich halte ich euch gefühlt fünfmal denselben Rotton in die Kamera, aber sie unterscheiden sich in der Tat doch etwas voneinander. Dieser hier ist nämlich unter anderem auch ein mattes Finish. Und wie gesagt, diese Lippenstifte trage ich, beziehungsweise dieses Finish trage ich wirklich am liebsten, da ich mich da eben auf die immense Haltbarkeit verlassen kann. Und ja, wie gesagt, Frankenfurter ist ein schönes, kühles, klassisches Rot. All die Lippenstifte, die ich euch übrigens gerade zeige, habe ich ohne Lip Liner und ohne eine großartige Base aufgetragen. Also es ist wirklich nur der reine Lippenstift. Und den hier ohne Lip Liner aufzutragen, gerade weil meine Oberlippe auch immer so ganz leicht, ja, aufgesprungen ist, das war wirklich gerade ein absoluter Kampf. Von daher bin ich ganz froh, dass wir nicht ganz nah aneinander sitzen. Aber wie gesagt, Frankenfurter definitiv ein wunderschöner Rotton. Zwei Rottöne habe ich noch für euch, dann haben wir die Rottöne hinter uns gebracht. Und zwar habe ich momentan den Russian Red auf meinen Lippen. Und Russian Red ist ein, ich würde sagen, mit der Klassiker, wenn es um die roten Lippenstifte von MAC geht. Ich glaube, der und, ich würde sagen, Ruby Woo sind die Rottöne, zu denen wirklich am häufigsten gegriffen wird. Und ich weiß noch, dass Russian Red mein erster Lippenstift von MAC war. Also der hier ist schon Ewigkeiten alt, ist sehr geliebt worden. Ich finde ihn immer noch wunderschön. Jetzt im Vergleich zum letzten roten Lippenstift, was ihr bestimmt eh nicht sehen werdet, ist dieser hier ein kleines bisschen wärmer, also wärmer als Frankenfurter. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr das so gut erkennen könnt. Wie gesagt, hier hätten wir einmal den Russian Red und wie gesagt, den habe ich wirklich schon Ewigkeiten. Ich habe nicht mal mehr die Umverpackung von dem und das mag schon was heißen. Und wie gesagt, vergleicht man den mit dem Frankenfurter, ist dieser hier definitiv eine Spur wärmer. Ja, auch nach all den Jahren bin ich nach wie vor ein großer Fan von Russian Red, eben weil es sich bei diesem Rotton um so einen klassischen Ton aus dem MAC-Sortiment handelt, der auch vielen verschiedenen Leuten steht. Viele verschiedene Leute haben den zu Hause, lieben ihn und ja, hierbei verstehe ich definitiv warum. Mein letzter Rotton stammt ebenfalls wieder aus einer limitierten Edition und zwar aus der Charlotte Olympia LE, die auch vor ungefähr einem Jahr oder so, war das ein Jahr?
Doch, ich glaube, die wurde vor einem Jahr, wenn nicht sogar noch länger, veröffentlicht. Und zwar ist das in der Farbe Leading Lady Red. Und dieser Ton geht jetzt schon wieder eher in Richtung Russian Red, gehört also doch wieder eher zu den etwas wärmeren Rottönen. Und ich weiß, ich habe den behalten und den Riri Woo verkauft, weil der und Riri Woo sich sehr, sehr ähnlich sehen. Und da sich Riri Woo und Ruby Woo auch sehr ähnlich sind, ist das hier also quasi, wenn man so möchte, eine Alternative zu der Farbe Ruby Woo aus dem Standardsortiment. Oh, das war jetzt was. Optisch macht dieser Lippenstift auf jeden Fall schon mal eine Menge her. Und ja, diesen Ton benutze ich leider auch viel, viel zu selten. Also wenn man so viele Rottöne hat, erwischt man sich dann trotzdem, dass man immer wieder zu denselben Tönen greift. Und Leading Lady Red gehört definitiv nicht dazu, obwohl auch dieser Ton wirklich wunderschön ist. Ich wette, ihr fragt euch jetzt, ob ich im Laufe der letzten 4 roten Lippenstifte die Farbe auf meinen Lippen auch wirklich getauscht habe. Aber ja, ich kann euch versichern, es war jedes Mal ein anderes Rot, nämlich das, was ich momentan zu dem Zeitpunkt in die Kamera gehalten habe. Ich hoffe, ihr konntet einen ganz kleinen Unterschied sehen. Wie gesagt, Leading Lady Red ist gerade auf meinen Lippen. Und das wäre es jetzt auch mit den roten Lippenstiften. Ich würde sagen, ich zeige euch meine drei lilanen Töne. Einer meiner liebsten MAC-Lippenstifte ist idealerweise auch im Standardsortiment vertreten. Und zwar wäre das einmal Heroin von MAC. Heroin war auch einer der ersten Lippenstifte, die ich mir gekauft hatte, als ich mit den etwas intensiveren Farben anfing. Und Heroin gehört nach wie vor zu meinen absoluten Lieblingen, da es einfach so eine interessante, ja, Farbe ist. Heroin ist einfach ein für mich sehr angenehm zu tragendes Lila. Jetzt nicht unbedingt vom Finish, weil gut, ich habe jetzt mittlerweile, was weiß ich, wie viele Lippenstifte auf den Lippen gehabt und wieder entfernt. Also meine Lippen sind gerade sowieso ein bisschen genervt von mir. Aber von der Haltbarkeit her ist Heroin einfach top und wie gesagt, ein richtig schönes Lila. Gehört in jedes Sortiment und davon hat MAC wirklich ein richtig, richtig schönes rausgebracht. So, hier hätten wir Heroin einmal aus der Nähe. Der ist auch, wie gesagt, schon häufig getragen, gern benutzt, viel geliebt und es ist wirklich ein ganz, ganz toller lila Ton, der auch sowohl den helleren Mädels als auch den etwas dunkleren Mädels sowas von super steht. Also ich trage den wirklich verdammt gerne. Durch die immense Helligkeit der Softbox wird der Lippenstift gerade ein kleines bisschen verfälscht. Also der wirkt jetzt doch sehr hell. In Wirklichkeit ist Heroin aber wirklich noch ein bisschen dunkler. Also es ist kein helleres, pinkstichiges Flieder, sondern wirklich ein sattes Violett. Und das wollte ich nur nochmal dazu sagen, weil ich habe gerade im Viewfinder gesehen, das wirkt doch ein bisschen hell auf den Lippen. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es diesen Farbton hätte, Heroin ist für mich ein absolutes Must-Have aus dem MAC-Sortiment. Ein weiterer Klassiker aus dem Hause MAC wäre für mich einmal die Farbe Rebel. Bei Rebel handelt es sich um ein doch immer noch in die Richtung rot gehendes Lila, beziehungsweise Pflaume. Eine rotstichige Pflaume, würde ich sagen. Und wie gesagt, Rebel gehört für mich auch zu den absoluten Top-Sellern von MAC. Also ich kenne viele, viele Leute, die auch diesen Lippenstift zu Hause haben, zu Recht. Also ich habe ihn jetzt nicht abgeblottet, weil bei Rebel handelt es sich um ein Satin-Finish. Und wie gesagt, ich bin nicht mit einem Papier drüber gegangen. Das heißt, man sieht, dass er einen ganz, 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 ganz feinen Glanz hat. Er fühlt sich auch sehr, sehr angenehm an auf den Lippen. Und wenn man ihn dann abblottet und einen Lip-Liner mit ihm kombiniert, dann hält er auch mindestens... Nein, okay, ein bisschen weniger lang als ein matter Lippenstift. Aber neben den matten Lippenstiften sind die Satin Finishes auch definitiv meine liebsten Finishes von MAC. Ja, hier hätten wir ihn, wie gesagt, auch einmal aus der Nähe. Und normalerweise ist Rebel eben im Standardsortiment zu finden, aber ich hatte diesen hier aus irgendeiner Weihnachts-LE, glaube ich. Aber wie gesagt, Rebel gehört neben Heroin zu meinen absoluten Must-Haves aus dem Sortiment. Besonders gerne kombiniere ich Rebel übrigens mit dem Extra Dimension Lidschatten in Richcore, welcher auch von MAC ist. Und zwar gebe ich mir dann Richcore, das ist ein, ja, eigentlich auch ein ziemlich in die flaumige Richtung gehender Lidschatten, über das ganze Lid. Den benutze ich wirklich als einzigen Lidschatten über und unter meinem Lid, also was heißt unter meinem Lid, am unteren Wimpernkranz.
und dann trage ich diesen Lippenstift dazu. Und das ist so eine coole Kombi. Also gerade für den Herbst ist das wirklich genial. Man hat kaum Arbeit, da man ja nur einen Lippenstift und einen Lip Liner und einen Lidschatten hat. Also eine ganz, ganz tolle Kombi. Und wie gesagt, Rebel gehört auch definitiv zu meinen liebsten Herbst-Lippenstiften. Ich wollte ganz gerade Lidschatten sagen. Oh, so ein Swatch-Video ist echt anstrengend. Ich weiß nicht, wie die ganzen anderen Leute das immer machen, aber meine Lippen sind so rau von dem ganzen Abschminken. Ich kriege sie kaum noch normalfarbig, da die ganzen Lippenstifte so stainen. Aber noch zwei Stück, dann haben wir es geschafft. Ein weiterer meiner liebsten MAC-Lippenstifte aller Zeiten kam im letzten Winter im Rahmen der Nutcracker Sweet LA auf den Markt. Und darüber bin ich wirklich super froh, da sich diese Farbe, wie gesagt, zu einem meiner absoluten Lieblinge entwickelt hat. Und zwar ist das der Leap of Delight aus der Nutcracker Sweet LA. Ein super schönes, blaustichiges, dunkles Pflaume. Ich glaube, Pflaume habe ich heute schon echt oft gesagt, aber der geht wirklich in die pflaumige Richtung. Ich hoffe, ich habe jetzt auch keinen roten Stain um den eigentlichen Lippenstift, denn oh, das Rot, das ging gerade gar nicht weg. Ein weiterer Pluspunkt, der für den Lippenstift spricht, ist natürlich die wunderschöne Verpackung der Nutcracker Sweet LA. Also die war wirklich, wirklich super schön. Und wie gesagt, dieser Lippenstift, als der rauskam, der lässt sich, obwohl er so dunkel ist, ist der so komfortabel zu tragen. Und mit einem Lip Liner geht da wirklich fast nichts schief. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass der vielleicht fleckig werden könnte, aber m-m. Ja, wie gesagt, Leap of Delight, ein ganz, 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 ganz großer Favorit von mir. Eben weil die Farbe so komfortabel und so einfach zu tragen ist. Und mit dem Lip Liner geht da wirklich überhaupt nichts schief. Und das ist definitiv eine der schönsten dunklen Farben, die MAC jemals rausgebracht hat. Und das auch noch in diesem wunderschönen Special Packaging. Also solltet ihr Leap of Delight irgendwo auf Kleiderkreise oder sonst wo finden und ihr traut euch auch an die etwas dunkleren Farben ran, dann solltet ihr ihn euch definitiv holen. Wir kommen zu meinem letzten MAC-Lippenstift und zwar wäre das die Farbe Antique Velvet, die ihr mittlerweile aber auch im Standardsortiment finden könnt. Und wer mein letztes Video, sprich meine Herbstlieblinge, geguckt hat, der weiß, dass ich diesen Lippenstift dort auch schon mal gezeigt habe, da dieser hier ähnlich wie Rebel auch zu meinen absolut liebsten Herbstlippenstiften, ich will immer Lidschatten an dieser Stelle sagen, Lippenstiften gehört. Ja, dasselbe Problem wie im letzten Video. Antique Velvet ist eigentlich ein ziemlich sattes Schokoladenbraun, wird jetzt aber durch die Softbox ein kleines bisschen ins Rötliche gezogen. Ich meine, ein kleiner Rotschimmer ist vielleicht drin, aber der ist definitiv nicht so rot, wie er jetzt hier gezeigt wird. Das ist wirklich ein schönes, sattes Schokoladenbraun. Ja, und wie gesagt, solltet ihr den dunkleren Lippenfarben nicht abgeneigt sein, dann kann ich euch Antique Velvet definitiv auch nur weiterempfehlen, da er wirklich geradezu zu Smoky Eyes, zu braun-schwarzen Smoky Eyes wirklich perfekt passt. Und ich finde, dunkle Lippenstifte im Herbst gehören einfach dazu. Rebel ist definitiv ein großer, großer Favorit. Antique Velvet ist ein großer Favorit. Leap of Delight geht sowieso immer. Also wer keine Angst vor dunklen Farben hat, sollte sich bitte, bitte, bitte auch Antique Velvet angucken. So, meine Lippen sind offiziell hinüber. Ich habe wirklich, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe kein wirkliches Gefühl mehr in meinen Lippen, weil ich da gerade so viel abgeschminkt, rumgezerrt, neu gepinselt, was weiß ich habe. Und meine Lippen sind gerade wirklich taub. Sie sind taub und ein kleines bisschen angeschwollen. Und ich denke mir, hey, ich habe jetzt nur Lippenstifte geswatcht. Was machen die, die sich Liquid Lipsticks auf die Lippen schmieren und davon 10 Stück swatchen? Also meine Lippen haben definitiv genug, aber ich hoffe, dass das Video Spaß gemacht hat zu gucken. Naja, oder sagen wir mal so, ich hoffe, mein Aufwand war es wert und ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, beziehungsweise habt vielleicht den einen oder anderen Lippenstift für euch selbst entdecken können. Und wie gesagt, liebe Pia, vielen Dank nochmal für die tolle Inspiration und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und jetzt kennst du zumindest all meine MAC-Lippenstifte. So, ich werde mich auf jeden Fall gleich ans Schneiden setzen, weil ich in diesem Video verdammt viel schneiden muss und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit und macht's gut!